Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Partizipation und Selbstbestimmung älterer Menschen stärken. Welch schöner Titel. Bekenntnisse zur Bekämpfung, oder nicht zur Bekämpfung, zur Verbesserung der Lebenssituation von Senioren und Senioren erklingen insbesondere vor Wahlkämpfen immer häufig laut und vernehmbar. Danach sind sie kaum mehr zu hören. Zu Unrecht, sage ich. Denn Seniorenpolitik ist auch angesichts der demografischen und auch sozialen Entwicklung unserer Gesellschaft ein ganz dringendes und wichtiges Thema für Politik. Als seniorenpolitischer Sprecher meiner Fraktion konnte ich mich in vielen Gesprächen auf Bundes-, aber auch auf Landesebene und besonders in meinem Wahlkreis davon überzeugen, wie wichtig die Lebensbedingungen vor Ort in den Kommunen und Städten die Qualität des Lebens im Alter beeinflussen. Jetzt fordern die Grünen in ihrem Antrag, erstens altersfreundliche Kultur zu fördern, intergenerationelle Solidarität, zweitens diskriminierende Altersgrenzen abzuschaffen, drittens altersgerechtes, barrierefreies Wohnen stärker als bisher zu fördern, viertens ältere Menschen selbstbestimmte Mobilität zu ermöglichen, fünftens Pflegebedürftigen, hör mal zu erstmal, länger in den eigenen vier Wänden zu leben. Mit diesen inhaltlichen Forderungen liegen die Grünen ja voll auf linker Linie. Das sind ja unsere Forderungen, die wir schon immer hatten. Schön, dass sich die Grünen nun dazu durchgerungen haben, das auch mal zu dokumentieren. Denn in der vorletzten Legislaturperiode, zum Beispiel auf der Seniorentag in Leipzig, gab es noch nichts Schriftliches. Und auf der letzten Seniorenmesse in München wurde es damit entschuldigt, dass es keine Leitlinie gab, dass die Senioren nicht die Wählergruppe der Grünen seien. Naja, schwamm drüber. Die jetzt dargelegten Forderungen sind ja ganz gut. Und es tut auch immer mal wieder Not, die Bundesregierung auf die mangelnde Seniorenpolitik hinzuweisen. Denn dort ist das ja auch nicht so das Thema. Wenn man sich die Tagesordnung der letzten Legislaturperioden mal anschaut, dann waren zweimal richtige Seniorenthemen das Thema. Ist hier schon vorhin angesprochen worden, nämlich der 5. und der 6. Altenbericht. Ansonsten werden hier in dem Haus Senioren in aller Regel mit Rente, Pflege und Gesundheit abgetan. Wobei in Erklärung immer wieder dargelegt wird, dass mehr Potenziale des Alters als Defizite vorhanden sind. Potenziale nutzen, wie es so schön heißt. Und letztlich ist es auch der Umgang mit dem 7. Altenbericht. Jetzt bin ich ja richtig gespannt. Denn Sorge und Mitverantwortung der Kommune, so lautet ja der Auftrag des 7. Altenberichts, der der Regierung allerdings seit Dezember 2015 vorliegt, dem Parlament immer noch nicht. Stellungnahme gibt es noch nicht, ist dem Parlament noch nicht zugeleitet. Immerhin, soweit wissen wir aus den Vorbemerkungen zu diesem Auftrag, geht es im 7. Altenbericht darin, dass Seniorenpolitik primär in den Kommunen stattfindet. Aufgrund der Vielfalt und der mannigfaltigen Unterschiede in Deutschland kann ich mir nicht vorstellen, dass es da eine Blaupause oder ein Muster, eine allgemeine Regelung für Seniorenpolitik vom Bund aus geben kann. Und deshalb auch so ein, finde ich, mutiger Vorschuss der Grünen unter Punkt 6 und 7 ihres Antrags, Forschungsvorhaben zu unterstützen und auf die Länder entsprechend hinzuwirken, dass ältere Menschen mehr beteiligt werden. Wir brauchen doch im Grunde nicht weitere Forschung. Wir brauchen keine Sachverständigengutachten. Wir brauchen keine Kongresse. Wir wissen doch, was zu machen ist. Wir müssen mal endlich anfangen. Und dann frage ich mich, auf die Länder einwirken. Liebe Grüne, ihr seid in 11 Ländern, wenn ich mich nicht verzählt habe, mit an der Regierung. In einem stellt ihr den Ministerpräsident. Ja, warum macht ihr denn nichts in den Ländern? Ihr fordert auf die Länder einzuwirken. Warum macht ihr nichts in den Ländern? Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Ja, ich habe hier Ziele und Möglichkeiten kommunaler Seniorenpolitik aus Nordrhein-Westfalen. Das ist so alt, das ist aus dem letzten Jahrhundert. Da wird nur vom Durchschnittseinkommen von D-Mark gesprochen. Da sind eure Forderungen drin. Das ist vom Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen. Alles bislang nichts gemacht. Seniorenpolitische Leitlinie der Fraktion, der Partei und jetzt auch vom Landtag in Sachsen, meiner Partei, Forderungen der BAXU, Ergebnisse der Bertelsmann-Stiftung, alles deckungsgleich mit dem, was ihr jetzt aufgeschrieben habt. Fangt mit euren Forderungen an und dann könnt ihr nächstes Jahr auch punkten. Aber eins muss ich auch noch im Zusammenhang mit den Potenzialen des Alters sagen. Wir müssen aufpassen, dass wir bei allem Respekt für das ehrenamtliche Engagement, das möchte ich an dieser Stelle betonen, da möchte ich auch nicht falsch verstanden werden, aber wir müssen aufpassen, dass das nicht Ausfallbürge für angeblich nicht mehr finanzierbare staatliche Aufgaben wird. Und letztlich Seniorinnen und Senioren Ausgleich für klamme kommunale Kassen sein sollen.
Aber warten wir es ab und vielleicht können wir den Antrag ja gemeinsam mit dem 7. alten Bericht beraten, so wie es angekündigt worden ist. Jetzt im Oktober, letzte Gerüchte waren November. Schauen wir mal, ob es dies Jahr noch was wird. Ich bin da nicht so sonderlich guter Hoffnung, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Danke für die Aufmerksamkeit. Petra Krohne hat als nächste Rednerin für die SPD-Fraktion das Wort.